Moin, Leute. Ja, zurück vom Wasser und Zeit wird's aber auch, wie ich mir sag. Ja, Leute, ungewohntes Bild, ne? Wer da hat umgeschwenkt, wird bei euch wahrscheinlich nicht anders aussehen. Nichtsdestotrotz habe ich mich mal auf den Weg gemacht, ein bisschen der Köderfischorganisierung hinterher zu gehen. Aber es sieht nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte hier mehr sonst Jahre sehr, sehr viel Erfolg in dem kleinen, Graben. Auch um die kalten Jahre, um die kalte Jahreszeit. Aber nur ist das Wetter so hart umgekickt. Wie gesagt, vor einem Monat, da konntest du ja noch bald im T-Shirt oder Pullover am See sitzen. Aber es ist kalt geworden. Wir haben minus 2 Grad. Ich sitze schon eine Viertelstunde. Bin nur mit meiner Senke unterwegs, ein Setzköcher, ein bisschen Grundfutter. Ich wollte mir ein paar Köderfische besorgen. Aber es sieht nicht gut aus, bin ich ganz ehrlich. Naja, wir wollen mal gucken. Ich werde das hier mal ein bisschen durchziehen. Zur Not werden wir mal noch ein, zwei Mal ein bisschen, ein paar hundert Meter den Graben hochgehen. Nochmal ein, zwei andere Stellen probieren. Aber meine Erfahrung so der letzten Jahre war, wenn es denn zu kalt näher wurde, jetzt November war es meistens nicht, ne? Die letzten Jahre könnt ihr euch selber erinnern, da hatten wir noch hier im November keinen Schnee oder so. Aber dass die, wir haben näher anliegend an den Graben, der zieht sich ein paar Kilometer irgendwo durch und dann haben wir näher anliegend einen großen See dran, ne? Dass die Fische sich dann in den See zurückgezogen haben. Aber naja, was soll ich machen? Ich würde ganz gerne noch ein paar haben, bin ich ganz ehrlich. Ich habe zu Hause noch eingefrorene, weil ich will mit euch morgen nämlich natürlich zum Raubfisch angeln. Aber ich bin aber natürlich mal ganz froh, wenn ich das wieder so ein bisschen auffüllen kann. Weil wie gesagt, die letzten zwei Male waren wir schon mit eingefrorenen unterwegs. Und da bin ich dann doch immer, wie schon sagte, ganz froh, wenn ich mal wieder ein bisschen was reinpacken kann ins Gefrierfach. Aber es sieht nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Ein Fisch. Hab mir ein bisschen Grundfutter angemixt, Leute. Ist nichts Besonderes. Einfach Kilo Grundfutter. Habe ich zum Senken seinerzeit schon immer mitgehabt. Ein Kilo Grundfutter, zack, mache ich mir ein paar Ballen drauf, schmeiße sie damit hin, senke oben rauf. Das sollte eigentlich immer ganz gut klappen. Aber wie gesagt, wenn kein Fisch mehr drin ist in dem Graben, dann könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Dann ist das so. Ich werde das ein bisschen ausprobieren. Ich werde noch eine Stunde mal versuchen, mein Glück. Aber ich habe gedacht, so, wenn es schlecht läuft, gehe ich geh mit 10, 20 weg. Das wäre schon gut. Aber bis jetzt habe ich noch gar keinen. Und das lässt erstmal, bin ich ganz ehrlich, nicht viel hoffen. Letzte Woche war Basti noch hier, Bekannter von mir. Der hat eine ganze Kiste voll gehabt. Aber die letzten zwei, drei Nächte hatten wir wirklich tief minus 4 Grad. Und das ist natürlich nicht so nice in dem Moment. Naja, mal gucken. Auch zu dem Gewässer, wo ich mit euch wollte. Ich hoffe, morgen soll es ein bisschen wärmer sein, 4 Grad. Da ist eine Eisschicht drauf. Ich wollte mich jetzt nicht wieder unbedingt an den See setzen, wo ich da immer sitze. Ich wollte mal zu einem anderen Gewässer und dann wollte ich wirklich mal mit Grund versus Pose anbieten. Weil ich habe an dem Gewässer mit Grund echt gut gefangen, gerade um diese Temperatur mit das Wasser. Und das Wasser ist schweinekalt. Beim Futter anmischen hat die Hand schon ganz schön gefroren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wollte mal definitiv auf Grund mein Glück versuchen. Und da wollte ich heute Morgen mal gucken. Na, das so ein kleiner Bereich ist da nur frei, der Rest ist zugefroren. Naja, wollen wir mal gucken, wie das morgen aussieht. Da sind wir noch nicht, Leute. Ich versuche hier noch ein bisschen mein Glück. Wenn irgendwas geht, seht ihr es als erstes, von daher dranbleiben. So Leute, Stellungswechsel. Bin noch mal ein bisschen weiter nach hinten gegangen. Da hier ist der Graben tiefer an der Stelle. Ja, so seit 1,50 Meter hast du hier bald, würde ich behaupten. Schmeiße ich auch noch ein bisschen Grundfutter rein. Davon ging gar nichts. Sehen tust überhaupt nichts mehr. Wie ich schon sagte, lässt nicht viel hoffen, bin ich ganz ehrlich. Scheiße. Ab und zu siehst du noch ein paar Kringel oben drauf so. Aber die können natürlich auch von allen möglichen sein. Naja, egal. Leute, ich ziehe das hier ein bisschen durch, ihr kennt mich. Winterangeleien mag ich so gerne. Aber am liebsten bei mir im Zelt mit Heizung. Werden wir auf jeden Fall auch morgen machen. Und ich habe haufenweise Schrottmaterial bekommen, Leute. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst ihr mal einen Daumen oben da. Ich werde mir einen Räucherofen demnächst bauen. Gasflaschen, große Wasserbeule, Traktormotorhauben, Räder etc. Da werde ich mir einen zusammenschustern draus. So ein Räucherofen werden, also indirekt mit Brennkammer, Räucherkammer und noch ein Grill dran, vielleicht noch mal im Tisch. Mal gucken, wo die Reise hinführt. Da ist schon ein bisschen Bock drauf. Da werde ich auf jeden Fall so ein, zwei Videos werde ich da draus machen. Wenn ihr das sehen wollt, heißt das, zwei Videos werden das garantiert werden, weil mit einem Video kriegt das Gedenk im Kasten. Und da ich ja Freund der Metallbearbeitung bin, gerade so wie im Winter, und ich ein bisschen Langeweile habe, setze ich mich bei mir in mein Angelhaus und dann werden wir ein bisschen schweißen, flexen, allem drum und dran. Habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Und wie schon sagte, wenn ihr das sehen wollt, lasst mal einen Daumen oben da, dann werde ich davon zwei Videos machen. Das wird ein ganz schöner Kavenz machen. Naja, wie gesagt, blende ich euch mal ein, nur den Haufen vom Schrott an der Stelle.
Und im Endeffekt ist es Schrott. Ein paar Euro habe ich dafür bezahlt. Aber ich habe mir noch ein bisschen Metall bestellt gestern. Für die Grundkonstruktion. Aber das wird erst, denke ich mal, nächste Woche kommen. Sonst hätte ich damit schon angefangen. So, jetzt aber hier. Ha! Alter! Meine Güte! Leute! Ich sag ja mal. Guckt euch die schönen Plötzen an. Richtig 15 cm lange Plötzen. Richtig schöne Dinger. Noch eine Brasse mit bei. Hier an der tieferen Stelle. Die hau ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal in mein Senknetz rein. Und dann sehen und hören wir uns gleich nochmal, Leute. Dranbleiben. Leute, zeigst du immer mal wieder, dass so ein kleiner Stellungswechsel auf jeden Fall sich immer lohnen kann. Zack. Wie gesagt, ist relativ tief. Relativ tief. Ich liebe dieses Spielwort. Der Graben hier so, oh, so ein Stück so. Lass ihn 1,30 sein hier. Und schon haben sich da ein paar Fische aufgehalten. Da vorne nämlich, da ist ein bisschen flacher. Da haben wir so 60, 70 Zentimeter. Hier hauen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vom Grundfutter rein. Schöne große Plötzen, zwei und eine große Brasse. Das ermutigt auf jeden Fall wieder. Ich weiß, das Senken ist nicht so spektakulär, Leute, aber es gehört alles mit zu. Ne? Kann ich jeden Tag nur hier Meter fangen, Meter fangen, Meter fangen. So läuft es nicht, Leute. Also zumindest bei mir nicht, wenn es bei anderen so läuft. Daumen hoch, ne? Ja, ich habe mir meinen kleinen Senkkescher mitgenommen. Hält, den dürfen wir bei uns von daher. Und ich habe nicht jedes Mal Bock, wenn ich die Senke raushole, dass ich dann meinen Schnitt machen muss. Weil ich die Fische dann abschlag. Deswegen habe ich die kurz in meinem Setzkescher drin und werde die danach dann dementsprechend zu Ende führen, weitgerecht. Ja, sonst gibt es hier nicht so viel zu sehen. Ich weiß, recht unspektakulär, Leute. Ist nun mal so, ist nun mal angeln. Drehen wir noch mal ein bisschen. So. Und meistens warte ich dann immer so, keine Ahnung, so 2-3 Minuten. Dann hole ich noch mal hoch. Und dann wollen wir mal gucken. Davon noch 10. Alles cool. Zumal das waren so eine Dinge erwandert. Für den Winter sind die sehr, sehr geil. Freue ich mich doch schon direkt auf morgen. Ich ziehe mal noch einen an, auch wenn er noch nicht so lange liegt, Leute. Ja, leider nichts außer Futter. Beim Hochziehen habe ich aber gesehen, da war ein Fisch drauf. Der ist gerade runtergeknallt. Entweder ein Barsch oder so, weil schöne Barsche sind hier auch drin. Die hatte ich tatsächlich letztes Jahr, oder Basti hat das letztes auch gehabt, richtig schöne Küchenbarsche drauf gehabt. Alles hier um die 30 cm. Ich hatte hier mal so einen drauf, von 35 oder so. Beim Senken natürlich mega geiler Nebeneffekt. Aber Gott, bin ich gar nicht scharf drauf. Köderfische wollen wir haben. Rest ergibt sich von selber. Leute, ich will das Senken hier gar nicht so lange in die Länge ziehen. Von daher, wir sehen und hören uns gleich wieder. Dranbleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund seht. Da kommt so ein Schwan. Das ist nicht unbedingt der größte Fan von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich eben schon mal geärgert. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jawohl. Jawohl. Ach, du ahnst das nicht. Was ist das denn hier? 70 auf einen Streich. Leute, ich lasse euch mal. Weiß ich nicht. Muss ich die Kamera? Meine Güte. Mama bewegt doch Futter Wunder. Seht ihr das? Das werde ich mal aussortieren. Das werde ich mal aussortieren, Leute, was ich davon gebrauchen kann. Dranbleiben. Wahnsinn. Richtig kleine Karpfen mit bei. Schön. Plötzen. Große Winterplötze. Giebel. Wieder ein kleiner Karpfen. Ab, zurück mit dir. Vermehr dich. Kleiner Karpfen. Noch ein Karpfen. Ja, ich meine, das hat sich ja schon mehr als gelohnt hier auf jeden Fall. Ja, der Rest ist, was haben wir hier noch? Güster. Ja, zieht sich so vor. Hier noch eine schöne Plötze auf jeden Fall. Meine Güte. Da kann man mal sehen, wenn das Futter angenommen wird, Leute. Das ist doch sich immer lohnt, ein bisschen Grundfutter mitzunehmen. Ich hoffe mal, ihr versteht mich. Ich bin ein bisschen weit weg von der Kamera. Güster. Ja, schön auf jeden Fall. Hier ist noch wieder ein kleiner Karpfen mit zwischen. Müssen wir auch noch befreien. Zack. Werd groß und geh in den See. So.
Oh, da kommt er schon wieder. Leute, der Schwan kommt und der ist kein Fan von mir, wie ich sagte. So. Enno, hau ab hier. Mensch, habt ihr nichts getan? Lass mich in Ruhe. Na, sehr geil, Leute. Keine Ahnung, was war das denn hier? 30 auf einen Streich? Ha, Wahnsinn. Habe ich selten gehabt, dass die Senke so voll ist. Aber ich habe hier eben auch ein gutes halbes Kilo mal reingeschmissen, wo ich erst die drei großen hatte. Da habe ich mal ein halbes Kilo Grundfutter reingeschmissen, ein bisschen wirken lassen. Ein bisschen spazieren gegangen, mal geguckt. Da hinten, ich wollte eigentlich durch die Stelle noch wechseln. Da hinten haben wir nochmal so einen schönen überhängenden Baum mit Schilf, allem drum und dran. Da war auch ein bisschen Fischaktivität noch ein bisschen zu sehen. Aber mein Gott, wenn ich davon noch eine Senke hochhebe, dann reicht das schon. Leute, dranbleiben. Geil. So Leute, versuchen wir nochmal unser Glück. Mal schauen. Das soll mir mal eine erklären. Wahnsinn. Komisch. Da muss so ein Weißfischschwarm auf einmal gewesen sein. Auf dem Futterplatz, wo ich gerade rausgeholt habe, dass da so viele drauf waren. Ja, eher selten. Aber wie gesagt, würde ich sehr, sehr selten gehabt. Im Sommer durchaus öfter mal, wenn wir dann hier mal senken waren, dass du da knapp 50 Fische drauf hattest. Aber wir haben keinen Sommer, Leute. Wie ihr seht, ist weiß. Das lassen wir als Winter gelten, weil das Wasser ist eiskalt. Auch wenn der Winteranfang, glaube ich, noch nicht gegeben ist. Aber morgen soll es ein bisschen wärmer werden, so um die 4 Grad. Mal gucken. Wie gesagt, ich würde gerne mit euch zu dem einen kleinen Teich da ganz gerne hin. Mal was anderes mal, nicht mehr permanent bei mir am See. Irgendwann wird es mir dann auch ein bisschen über, auch wenn ich weiß, ich fange da relativ oft. Aber mal ein, zwei andere Sachen probieren. Tue ich auch ganz gerne, Leute. Und möchte halt blanken, tue, Herrgott, dann ist das so, gehört mir zu. Kann ich ganz gut mit umgehen und von daher. Naja, mich freut es erstmal, dass ich da gefühlt 30 Köderfische drin habe. Die werde ich mir dann alle fein fertig machen. Und wie ihr gesehen habt, da war ja von Plötze, Karpfen, Güster, Giebel, alles bei. Manchmal kann ich mich selber amüsieren. Da rutscht die... Oh, einen Krebs haben wir auch noch gefangen, Leute. Den sehe ich jetzt erst. Oh, guckt euch den an. Geil. Geiler Flusskrebs. Gleich zurück mit dir. Zack. Ich musste eben so feiern, weil die Rute gerutscht ist. Ich habe gedacht, ich habe Biss. Auch schon bescheuert langsam, ne? Ah, nee, du. Wahnsinn. Man wird alt. Schönes Blatt. Tja, Leute, ich glaub, das war hier mein heiliger Gral. Naja, scheiße, Leute, ich will euch auch nicht länger damit vollquatschen. Nicht, dass das hier noch 20 Minuten senken wird, weil so viel gibt es da nicht zu sehen. Leute, wir sehen uns morgen vom Wasser wieder und bis dahin dranbleiben. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, zurück vom Wasser. Ne? Wollen mal gucken, ob wir das, was wir da gestern gesenkt haben, heute mal ein bisschen gebrauchen können. Bin zu dem kleinen Teich gefahren. Was heißt klein? 3 Hektar hat der, Leute. Ein Drittel vorne ist frei. Ich hätte gern, bin ich ganz ehrlich, das ist so ein sehr langgezogenes Gewässer. Kennen viele von euch, weil ich hier oft im Sommer Karpfen angeln gehe. Ich wäre gerne 150 Meter in die Richtung, ist aber nicht möglich, weil 30 Meter weiter geht das Eis los und die ganze Hälfte ist gefroren. Folgenden Beweggrund, hier vorne ist es flacher, da hinten ist es tiefer. Da will ich nicht groß jammern, weil maximal Tiefe vielleicht von 2 Meter. Aber hier vorne so, na, man dümpelt da so ein bisschen auf so, ja, vielleicht 1 Meter rum. Ich habe da mal großzügig mal, ich habe eine Route natürlich drin, kennt ihr von mir, eine Grundroute, mal in die Mitte reingeschmissen. Aber am Rand so ist es relativ flach. Ich habe vorhin mal kurz eine Pose durchdriften lassen, so, ja, vielleicht 80 cm. Und ich konnte hier seinerzeit schon sehr, sehr gut mit auf Grund fangen. Und das werde ich heute einfach mal probieren, auch wenn es noch nicht die Jahreszeit so ist, bin ich ganz ehrlich. Aber die Gegebenheiten sind ja irgendwie da. Nun weiß ich nicht, ob sich so ein Hecht, die, wie schon mal sagte, irgendwann wird ja aus dem Hecht nochmal der Sammler. Da habe ich mit Grund besser gefangen als mit Pose. Na, mit Pose kannst du ja auf Grund angeln, aber mit treibendem Köderfisch. Da habe ich auf Grund definitiv besser gefangen. Die liegt jetzt schon eine halbe Stunde. Ton hat sie noch nicht von sich gegeben. Naja, Leute, ich bleibe bis zur Dämmerung hier. Ihr wisst, ich sitze das immer ganz gerne aus an den Stellen. Und von daher wollen wir gucken, was hier geht. Ich werde ja mal ein bisschen stalken gehen mit meiner Posenroute. Und die werde ich mal so ein bisschen vorne an der Eiskante anbieten. Die lasse ich schön gegen die Eiskante mal gegentreiben. Beim Forellenangeln klappte das seinerzeit immer ganz gut. Wollen wir mal gucken, ob das auch beim Raubfischangeln ganz gut klappt. Die habe ich jetzt bloß rausgenommen. Wenn ich die mehr driften lasse, dann muss ich hier alle 2 Minuten Cut machen.
weil driftet doch ganz schön schnell. Und ist gar nicht groß Wind, nichts. Naja, Leute, ich will auch nicht lange voll berammeln. Will nur noch die Route fertig machen, weil ich werde der Grundroute einen kleinen Vorteil verschaffen. Ihr wisst, ich darf bei uns mit 3 Angeln angeln. Mache ich heute sogar mal. Eigentlich mache ich das sehr selten. Aber da ich hier noch nie geangelt habe, ich habe an dieser Stelle noch nie geangelt, ob nur auf Friedfisch, Raubfisch oder sonst was, weiß ich nicht, werde ich 2 Routen auf Grund reinschmeißen. Alte Karpfenroute von mir mit einer 12.000er Shimano Baitrunner und einer 0,25er Geflechtschnur drauf. Die anderen Routen seht ihr nachher noch. Sieht nicht so viel anders aus, Leute. Nehmen wir meine Schnur. Ganz einfache Montage. Schon 1000 Mal erklärt. 30 Gramm Stehaufblei. Oha, so. Ich mache die wirklich immer sehr, sehr gerne, weil die stehen natürlich so am Grund. Und wenn der Fisch jetzt irgendwo hingeht, dann kann das so schön mitgehen, ohne dass da großen Widerstand ist oder so. Ich habe damit schon sehr lange früher habe ich das mit dem Tiroler Hölzel gemacht. Und ich angel gern auf Grund. Ich suche zwar immer meine Posen zwischenzeitlich, ist so. Aber da werde ich langsam alt, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich jammern, aber ich gucke immer aufs Wasser. Und dann ist dieser kleine Schreckmoment da, weil ich die letzten Male natürlich immer mit Pose. Wo sind die Posen? Ach scheiße, du angelst ja auf Grund. Na, muss man sich wieder dran gewöhnen, Leute. Ach nee. Du komm raus da. Unten nehme ich mir ganz einfach noch eine Perle unter. So, zack, mehr ist das nicht, Leute. Durchlaufblei, Perle, Schlaufe rein. Fertig ist. Bisschen angesabbelt, ich sabbel das immer ganz gerne an, dann zieht sich das vernünftig zu. Ob nur Geflecht oder Mono. Und hau mir da einfach eine schöne, großzügige Doppelschlaufe rein. Mach da mal nochmal so eine kleine Zugprobe. Ja, wenn man mit seinen Wurstfingern das hier hinkriegt. Das sieht schon stabil aus. Jetzt setzt er trotzdem immer oben noch mal einen Knoten rüber. Ich habe das 1000 Mal gesagt. Ich weiß, es gibt 1000 Varianten, so einen Wirbel anzuknoten. Aber ich mache das gern mit den Schlaufen, bin ich ganz ehrlich. Oh, da bleibe ich auch bei. So, und eine großzügige Schlaufe. Ob die nur so groß ist oder kleiner oder so. Mich stört das nicht. Und den Fisch hat es all die Jahre auch noch nicht gestört. Und von daher mache ich tatsächlich ohne Mist seit meiner Kindheit so mit so einer Schlaufe. Weiß ich nicht, bin da irgendwie mal bei geblieben. Und ich hatte auch zwischenzeitlich mal ein, zwei andere Knoten so ein bisschen ausprobiert und ach, das ist mir alles so viel Getüder und das geht schnell. Sieht sauber aus. Bleibt so. Zack. Ganz unten. Einfach ein Wirbel eingeschlaufen. Fertig ist die Laube schon. Mehr brauchen wir dafür nicht. An der anderen Grundroute, die ich drin habe, zeige ich euch nachher noch einmal, da habe ich ein sehr, sehr großes Rotauge dran. Vor eins von den gestimmten Gästen hier, diese... Ich weiß, das sieht, wenn ich so bei euch mache, sieht das immer sehr groß aus. So groß zeige ich das gar nicht. Vielleicht so ein Rotauge dran von 15 cm. Das wirkt für euch größer, wenn ich das vorhalte. Das, ne? Und wie die Karpfenangler machen, die halten ja auch so die Karpfen, deswegen sehen die immer riesig aus. So riesig sind sie manchmal gar nicht, glaubt mir das. Und ja, egal. Wo ist es denn nun? Hä? Ach da. Ja. Nehmen wir uns wieder unser Hartmono, Leute. 0,80er Hartmono, muss nichts Besonderes sein. Und hier werde ich ein bisschen kleineren Köderfisch anbieten. Dem werde ich auch 2,6er Haken verpassen. 2,6er, einen davon. Komm mal ein bisschen dichter, dann seht ihr auch was. Einmal durchs Öhr, zack. Oh, Mann, ich sehe nur verschwommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal rum. So sieht die ganze Geschichte aus. Wieder zurück. Zack. Fertig ist die Laube, Leute. Schöner 6er Haken. Am 0,80er Haken. Ich habe schon ein bisschen mein Zelt und alles aufgebaut, weil Leute, da stelle ich mir gleich eine Heizung rein und Stuhl, dann werde ich mir richtig mal schön gönnen. Und jetzt ziehe ich aber einen zweiten Haken drauf. Wenn ich Grundangel, habe ich immer 2 Drillinge drauf. Ich werde hier einen kleineren Köder fischen. Mal gucken, ob die schon aufgetaut sind. Die waren vorne noch tiefgefroren. Meine beste Erfahrung habe ich gemacht, ich mache mir ein bisschen Wasser in den Eimer, schmeiße die gefrorenen da rein. Fertig ist die Laube, weil ja tiefgefroren ranhängen, brauche ich nicht erzählen, Eis schwimmt. Und dann schwimmen die Köderfische natürlich oben. Und ich möchte die natürlich am Grund haben. Ist so, ich habe mir ein bisschen Wasser da reingekippt und die tauen da gerade so schön auf. So, dann fummeln wir da auch noch durch. 2,6er Drillinge. Ganz einfach, ganz kurze Montage. Ich will ja an der, wie ich schon sagte, auch einen kleineren Köderfisch anbieten. Hier nehme ich mal einfach mal
Oh, die hängen noch zusammen, die Jungs. Eine schöne Güster, Brasse, was auch immer, irgendwas von den gesenkten Gästen. Und ich will das mal, wie gesagt, das ist halt mal so ein Probiertag, bin ich ganz ehrlich. Das gibt so ein, zwei Stellen, da wüsste ich ganz genau, da weiß ich ganz genau, kann man nie sagen, da fange ich halt relativ oft oder gut. Aber ich habe auch keine Lust, immer dasselbe zu machen, bin ich ganz ehrlich, Leute, der Winter ist noch so lang, da probiere ich mal gern was aus. Der Nachteil beim Probieren ist, du kannst natürlich auch, wenn du Pech hast, dass du gar nichts fängst. Ist doch mal so. Ich habe hier noch nie geangelt, ich weiß nicht, was hier rauskommt, Leute, und von daher lassen wir uns mal überraschen. Und wenn das halt ein fischloses Video wird, bin ich etwas schlauer. Ich kann das natürlich nicht von einmal Angeln abmachen, ausmachen. Und von daher, aber Gott, mein Gott, mich juckt das nicht, wenn ich mal nichts fange. Dann ist das so. Und das sollte bei anderen auch so sein, finde ich, ganz ehrlich. So, oben eine Schlaufe rein. Ich mache mir jetzt hier noch ein bisschen Beetbeeren drum. Das erspare ich euch. Von irgendwo muss ich das jetzt mal suchen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Da liegt schon wieder irgendwo vorne. So. Bisschen Beetbeeren drum um die ganze Geschichte. Ist ein sehr kleiner Köderfisch. 2,6er Haken. Ich wollte auch, wie gesagt, einen kleineren und der andere habe ich einen sehr großen dran mal anbieten. Und die werden wir jetzt rausbringen, Leute. Bis gleich. Dranbleiben. So, Freunde. Wie gesagt, hab mir noch ein bisschen Beetbeeren drum getütert. Meist vorne so um den Kopf hangen. Die Rute werde ich natürlich länger liegen lassen. Ne? Die lasse ich einfach liegen und dann ist gut. Und so weiß ich ganz genau, das kommt dort vernünftig an. Nicht, dass sich doch im Flug mal einen Haken löst. Und von daher, kleinen Test nochmal, ob die untergeht. Siehst du, der ist schön aufgetaut. Oh, jetzt taut die Erde wieder auf, Leute. Ist mal so schön gefroren. Ich renne hier Magde Motte, das ist der Wahnsinn. Die werde ich so ein bisschen, die eine, die drin hat, die habe ich so ein bisschen mittig geworfen. Die andere werde ich ein bisschen nach links werfen. Und dann lassen wir die mal wirken. Dann werde ich, wie schon sagte, meine Posenroute dann mal nehmen. Da gehen wir mal ein bisschen stalken mit. Mal gucken. Vielleicht passiert was. Drei Routen Köderfisch. Selten, dass ich sowas mache, bin ich ganz ehrlich. Und, naja, ich bringe die Route mal rein, Leute. Und dann gucken wir mal. So, die stelle ich mal auch ganz einfach in meinen Pott mit rein. Tja, hänge mir den Zwinger ein. Das Blei schiebe ich ganz nach hinten. Das Gewicht. Einfach einen Zwinger rein. Stramm die Schnur. Das sieht aus wie beim Karpfenangeln, bloß ohne Karpfen. Nochmal reingehangen. Zack. Freilauf rein. Den Freilauf auf ganz leicht. Ich mache das immer mit Freilauf. Das liebe ich bei den Rollen. Das funktioniert echt geil. Das ist hier. Das ist minimaler Zug, ist das. Also, das könnt ihr locker machen mit Freilauf. Wenn ihr da ein paar vernünftige Rollen habt. Jetzt nicht 1995, dann will ich das hier schlecht quatschen. Aber manche haben so einen groben Freilauf, die wenn ich die auf ganz leicht stelle, da kannst du auch gegenpusten, der zieht die noch ganz leicht. Naja. Ja, Leute, zwei auf Grund. Ich werde mir mal meine Posenroute schnappen und dann wollen wir ein bisschen stalken gehen, auf Deutsch gesagt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwas an Haken. Und wenn es nicht so ist, dann blenken wir mal. Erfolgreich, Leute. Dranbleiben. Tja, Leute. Das sagte ich zu euch. Gehen wir mal kurz an der Eiskante ein bisschen dümpeln lassen. Ja, geil, schöner 40er Barsch. Ne, ist tatsächlich ein Hecht. Ja, wieder mal, Moment, werden sie kleiner. Bisschen berubt sieht aus, weiß gar nicht warum. Naja, nachdem wird mal irgendwas richtig gehackt haben. Egal, naja, hat sich meine kleine Brasse hier schmecken lassen. So klein ist sie gar nicht im Verhältnis. Der darf auf jeden Fall weitermachen, Leute. 1:0 für die Pose. So, meine lieben Angelfreunde, die Grundroute will mitziehen. Will nachziehen zu der Posenmontage. Wollen wir mal sehen. Leider ist er gerade stehen geblieben. Schön Einstieg gehabt. Meine Güte. Ich will nicht sagen, der hat mich halb geweckt. Aber ich habe so meinem Zelt da vor mir hergedüst. Das Ding rannte wie die Pest. Aber momentan ist Ruhe, Leute. Wie gesagt, hat begonnen zu regnen, dass der Köderfisch den Bier aufgezogen haben. Jetzt zieht er wieder. Jo. Leute, ich schlag mal an. Das ist der etwas kleinere Köderfisch, zieht gut. Und mal gucken, wie reich sind wir hier. Jo. Das ist aber ein besserer Fisch. Oh.
ein Gezappel nicht. Dann kommt er. Immer ein ruhiger Artgenosse. Was sagt die? Das ist ein bester Fisch? Mein Gott, fang ich vielleicht noch kleine. Naja, ein bisschen besser zumindest. Ah. Tja, Leute, da ist er. Unser kleines eingefrorenes und der kleine eingefrorene Brasse. Ja, naja, 1:1 für die Grundmontage. 1:1, ja, für die Grund- und Posenmontage. Mann, der fühlte sich gar nicht schlecht an, aber das kam, weil er quer kam. Naja, ganz vorne drin gehakt. Am zweiten Drilling, den anderen beiden hat er oben drin. Leute, ich will den Fisch befreien. Dranbleiben. Meine Güte, der fühlte sich gar nicht schlecht an. So, meine lieben Angelfreunde, ich hoffe mal, ihr seht mich. Der hat ein ganz schönes Wirrwarr dagelassen. Also ich zurzeit diese kleinen Hechte, die kleben an mir, das ist ja fürchterlich. Wenn mich nicht beklagen, könnte es schlimmer sein. Ne? Wir könnten gar nichts fangen. Aber der fühlte sich nicht schlecht an. Aber das hing damit zusammen, oh, dass der quer kam so ein bisschen. Der hat den Haken, den einen. Den anderen hat er schön oben drin gehabt. Wie gesagt, nicht weit geschluckt, allem drum und dran. Das mag ich ja mal ganz gerne. Und der andere, dadurch kam der so ein bisschen quer im Wasser. Hand sieht auch gut aus. Müsst ihr mal ein bisschen mehr verarzten. Gerade wenn ihr da so ein bisschen Hecht drauf hattet oder dadurch gebissen. Ich hau mir da mal so ein bisschen Jod drauf. Das klingt so ein bisschen albern. Aber gerade wenn der, so wie hier. Aua, Haken sind auf jeden Fall noch richtig gut. Da der Hecht ja eh das vom Grund einsammelt. Auf Deutsch gesagt, ist ja ein Aasfresser. Ne? Nicht, dass ihr euch da mal irgendwas in die Flosse haut. Ich habe mal ein bisschen Jod drauf geknallt, deswegen sehen meine Finger jetzt so witzig aus. Ich check mal einmal das Vorfach. Aber das hat er gar nicht berührt. Weil, wie gesagt, den hat er oben im Kiefer gehabt und den hat er nur eine Seite gehabt. Der kam gar nicht ins Vorfach ran. Ist noch geschmeidig wie vorher. Kein Schlatz, nichts drauf. Wenn ich das immer merke, das ist der einzige Nachteil natürlich bei dem Hartmono, dass das hier so ein bisschen krisselig ist. Das hast du meist natürlich, wenn du die größeren hast. Die inhalieren den ein bisschen weiter weg. Und dann ersetze ich das natürlich. Aber wie ich schon mal sagte, das frisst natürlich kein Brot. Bin so ein bisschen gerade dabei, mein Beetband da wieder alles abzutüdern. Da hat sich nämlich alles hier schön rumgetüdert. Zack. So, das war's. Diese zwei Sechser-Drillinge auf dem Hartmono. Hattet ihr gesehen? Genau das war die Montage, die wir nämlich fertig gemacht haben. Wo ich das große Rotauge drauf habe, da ist noch nichts passiert. Meine Pose dümpelt hinten an der Eiskante. Die ist auch noch ruhig. Aber hey Gott, ist noch nicht so spät. Wir haben gerade 12 Uhr durch. Wie sagte ich vormittag? Habe ich eben mal geguckt. Es ist 12 Uhr. Hier werde ich wieder einen kleinen Fisch anbieten. Oh, siehst du, auch langsam aufgetaut. Das hat ganz gut geklappt. Hier nehme ich mir wieder eins von den kleinen Rotaugen. Lass los, Mann. Direkt am Kopf hinten rein. Zack. Das ist immer das Schöne. Deswegen mache ich meine Montage immer so ein bisschen so. Wenn du den zweiten Drilling natürlich festsetzt, wenn du einheitliche Köderfische hast. Ne? Wenn du jetzt natürlich so ein Ding hier hättest, dann würde das nicht hinhauen. Aber diese, ich gucke immer so ein bisschen, dass ich einheitliche mitnehme. Das werde ich ganz genau so nochmal anbieten. Brauche ich wieder Beetband rum. Einmal vorne um den Kopfköder hauptsächlich immer. Ich möchte, dass das vernünftig dort liegt. Hinten auch nochmal ein bisschen. Und dann bringen wir die mal wieder raus. Na ja, geil, Leute. 1:1. Ich versaufe hier total in der Modder. Das seht ihr gerade nicht. Aber warte mal. Ich hoffe, ihr seht's. Nun hat er nämlich ein paar Tage gefroren. Und wenn ich mich hier auch nur anderweise bewege. Gut, meine Zeltheizung lassen wir außen vor. Im Zelt steht die Modder schon hoch 10. Man, da taut nämlich alles auf. Man, im Zelt sind so gefühlt 22 Grad. Ich mache das gerne, gerade wenn du so ein bisschen Ansitzangeln bist. Und jeder weiß das. Gut, heute haben wir nicht groß die fetten Minusgrade. Wir haben 4 Grad. Ich habe mal gerade geguckt im Auto, 4 Grad. Aber wenn du ein bisschen sitzt, dann wird das ein bisschen unangenehm. Und da sitze ich doch lieber im Warmen als im Kalten. Leute, ich bringe hier ein bisschen Beetband rum. Feuer die Rute nochmal rein. Oh, mal gucken, was hier noch passiert. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden, dass das geklappt hat. Aufgrund hätte ich gar nicht gedacht. Mal gucken. Trotzdem auf jeden Fall geil erstmal, Leute. Dranbleiben. So, oh Gott, ich lege mich hier heute noch aufs Maul. Meine Fresse. So, Leute, wollen wir mal gucken, dass er untergeht. Na? Doch, der geht unter. Ich habe da wieder ein bisschen Beetband rumgetütert. Das ist so ein bisschen abschüssig. Ich weiß, das sieht auf dem Video sieht man das immer nicht so schön. Aber das ist hier spiegelglatt. Und ich lege mich heute noch in das, verwette ich meinen Arsch drauf. Und ich bringe die Rute wieder raus.
bieten wir so ein bisschen an den tieferen Stellen des Gewässers an. Weil, wie gesagt, hier vorne haben wir maximal hier, was weiß ich hier, 60, 70 Zentimeter. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, die Jahre, dass ich die mehr in die Mitte reinschmeiße. Da, wo es denn tiefer ist, da sammeln sich die meistens ein. Und hängen mir die ganz einfach wieder in den Zwinger ein. Wie gesagt, bei den Zwingern habe ich das Gewicht bloß einfach ganz da hinten geschoben. Nicht, dass das hier mit Gewalt nach unten zieht. Einfach ganz da hinten. Dann ist da minimaler Zug drauf, Leute. Das ist lächerlich. Kurbel das ein bisschen stramm. Zack. Das muss nicht mega stramm sein. Rinne, Bissanzeige. Zack. Fertig ist. Oh, guck mal, der Freilauf ist so leicht, dass die Rolle schon läuft. Zack. Wie gesagt, das ist so ein leichter Freilauf bei dem. Das ist minimal. Das ist so gut wie kein Widerstand. Und das funktioniert bei Hechten immer ausgezeichnet. Wenn ich Zander angeln würde, würde ich es vielleicht nicht machen, gegen den Freilauf laufen. Aber bei Hechten stört das, weiß Gott nicht. Gerade mit einer vernünftigen Rolle, wo der Freilauf vernünftig arbeitet, ist das eine feine Sache. So, Leute, das liegt erstmal wieder. Ich will mal gucken, dass ich mich mal ein bisschen sauber machen kann, weil ich sehe aus wie eine Sau hier. Leute, dranbleiben. So, meine lieben Angelfreunde. Ja, ich bin mal ein bisschen weiter gerückt. Weil, wie ihr seht, das Eis hat so ein bisschen nachgelassen. Vorne stand das Eis noch bis hier so ungefähr. Jetzt hat sich so ein bisschen weiter aufgetaut. Wie gesagt, heute ist es nicht so kalt. Jetzt haben wir um die 5 Grad. Ich habe mal im Auto geguckt. Und ja, Herrgott, hab mich mal ein bisschen breiter gemacht. Meine Posenroute lässt mich echt ein bisschen hängen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe hier nochmal den Köderfisch von vorhin dran, wo ich den Hecht drauf gefangen habe. Den habe ich tatsächlich nochmal repariert. Mit dem Einzeldrilling oben drin. Mit ein bisschen mehr Beatband habe ich mir den wieder zurechtgeflickt. Weil ich mache ja gern so einen Fisch, auf den schon mal gebissen hat. Und hier habe ich mir blank auch eine Grundroute nochmal reingeschmissen. Die Anroute von mir, die steht da vorne. Ja, keine Ahnung, ist jetzt keine mega Entfernung. 20 Meter vielleicht. Ne? Hier habe ich eine Stelle weiter stehen. Im Bissanzeiger. Und die Posenroute lasse ich hier so ein bisschen driften. Zack. Lege ich ganz einfach. Ich weiß, das ist nicht so nice, aber ich lege die einfach mal auf den offenen Bügel. So, zack. Mit der offenen Schnur, allem drum und dran. Bei der Grundroute habe ich es genauso gemacht, bloß mit dem Freilauf drin. Wenn der gegen den Freilauf läuft, da passiert gar nichts, Leute. Und selbst wenn, so wie ich heute sage, Grund versus Pose, ne? Jetzt habe ich einen mit Grund gefangen, einen auf Pose, das kann man davon nicht abhängig machen. Ich müsste hier wahrscheinlich noch 50 Mal so angeln, wie ich heute geangelt habe, um vielleicht mal ein Ergebnis zu haben, was jetzt hier besser oder schlechter ist. Schön, auf jeden Fall, mich hat es selber gefreut, dass auf die Grundmontage was gebissen hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich gefreut, hätte ich gar nicht so mit gerechnet, aber es, naja, auch wenn es nicht die Riesen waren, Herrgott, das kann ich nicht vorher beeinflussen. Und ich will jetzt auch nicht sagen, man sollte die Fische seinem Gewässer anpassen, weil hier sind große Hechte drin. Selber ich habe hier schon große gefangen. Hier wurden auch schon große gefangen, über einen Meter. Wenn sie dennoch drin sind, ne, kann natürlich sein, dass auch viel rausgegangen sind. Hier laufen Spinnfischangler hoch und runter. Das ist definitiv ein sehr stark beangeltes Gewässer, was Spinnfischangler und so angeht. Aber für Köderfisch ist das natürlich dann mal immer ganz interessant. Und naja, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Definitiv für euch, Leute. Ich höre noch nicht auf, macht euch nicht nass, ne? Geht noch ein bisschen weiter. Haben wir gerade erst 1:30. Bis zur Dämmerung werde ich bleiben, aber es ist ruhig. Es ist bis jetzt noch nichts mehr passiert, auch kein Biss mal irgendwie ein Anfasser oder so. Nichts passiert. Und von daher, wollen wir mal gucken. Ich wollte euch nur mal ein bisschen Input geben. Ich glaube, davon habt ihr euch schon wieder genug bekommen, ne? Ich weiß, ich brabbel zu viel, aber Herrgott. Gehört nochmal mit zu, wie ich schon mal sagte, Leute, die es mögen, mögen es. Und wer es nicht mag, sucht den anderen Angelkanal. Ist so einfach ist das. Ja, wie schon zu euch sagte, bis jetzt haben wir 1:1. Um da ein Ergebnis rauszubekommen, müsste ich hier wahrscheinlich noch 100 Mal ansitzen oder noch 50 Mal mindestens und das genauso machen, zu sagen, ja, die Grundmontage beißt besser als die Posenmontage. Weiß ich nicht. Ich fange mit beiden gut. Was ich euch sagen kann, wenn es richtig kalt, also richtig Winter ist, Winter, ne? Ich meine, es ist ja nicht weit weg davon. Mittlerweile haben wir winterliche Temperaturen, obwohl wir im November sind. Kann ich euch sagen, fange ich mit den Grundmontagen besser als mit der Posenmontage, also mit der schwebenden, mit dem treibenden Köderfisch. Fange ich besser mit der Grundmontage als mit dem treibenden Köderfisch. Das kann ich euch sagen. Ich will mal gucken, ob das dies Jahr auch der Fall ist. Mal gucken. Aber bis dahin wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen, weil wir haben es immer erstmal gerade Mitte November. Ist nun mal so, Leute. Oder keine Ahnung, was haben wir heute? 21. oder so ein Quatsch. Naja.
Leute, ich lasse das hier noch ein bisschen verwallen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen raus. Und wenn nicht, dann ist es so. Geblenkt haben wir auf jeden Fall nicht. Wie schon sagte, auch wenn es nicht die Riesen sind, das kann ich vorher nicht beeinflussen. Und von daher, Leute, sehen und hören wir uns später. Dranbleiben. Tja, meine lieben Angelfreunde, das nenne ich mal ein kurzes Beißfenster gewesen. Ist immer so. Meist ist es ja so im Winter rum, dass du gewisse Beißfenster hast. Aber hier ging gar nichts mehr. Nichts mehr. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich gucke noch mal so ein bisschen auf meine Pose, die da an der Eiskante rumdümpelt. Aber es ist tatsächlich nichts mehr passiert. Naja. Oh, soll vorkommen. Ich will mich ja nicht beklagen. Ist ja nicht so, dass wir nichts gefangen haben. Zwei Hechte konnten wir fangen, auch wenn die nicht größer waren als ein anständiger Barsch. Aber Herrgott. Weiß ich nicht. Was nehme ich mit aus diesem Video? Kann ich euch sagen. Nasse Füße. Gebt mir Hammer auf die Nüsse. Und jetzt will ich keinen Heat verbreiten, aber das ist doch mal so. Ich habe mir vor kurzem mal, Leute, und das zeige ich euch, mal von Fox diese Schuhe gekauft hier. Fox ist eine super Marke, definitiv. Ich habe da Routen von Rodport, Zelte, etc. Kleinkram von. Das ist eine super Marke. Aber die können eins, die können keine Schuhe bauen. Und das ist schon das zweite Paar Schuhe, was mich ankotzt. Und das war auch das letzte Mal jetzt. Kotzt mich an. Ich habe mir letztes Jahr mal im Sommer Halbschuhe davon gekauft gehabt. Die habe ich nie angehabt. Die habe ich einfach ausgepackt, bei mir auf die Terrasse gestellt, war Sommer. Die Sonne schien natürlich rauf. Und ich sah, wo die anziehen wollte, war das so. Da hatte sich die Sohle vom Schuh gelöst. Also der Kleber durch die Hitze, weil die natürlich in der Sonne standen. Aber ich denke mal, ein Sommerschuh sollte auch Sonne abkönnen. Ne? Naja, will ich auch nicht volljaulen. Aber die habe ich jetzt vielleicht fünfmal angehabt. Ich denke, wieso wird das so feucht im Schuh? Da ist er komplett aufgerissen. Ja, war auch mein letzter Fox-Schuh. Definitiv. Das war gar nichts. Kotzt mich an. Die sollen froh sein, dass die Dinger kein Vermögen gekostet hätten. Weil wie gesagt, die haben jetzt irgendwie 54 Euro gekostet. Aber für viermal getragen oder fünfmal getragen, vielleicht, weiß ich nicht, hätte ich in den Deichmann gehen können, hätte ich wahrscheinlich ein halbes für 54 Euro ein paar Sneaker gekauft. Die hätten länger gehalten. Naja, hätten die einen 100 gekostet, hätte eine Sprachnachricht gegeben, die sich gewaschen hätte. Lass das mal außen vor. Naja, weiß ich, in Zukunft brauche ich von denen keine Schuhe mehr kaufen. Nur mal so nebenbei. Und ja, Leute, ist nichts mehr passiert. Herrgott, zwei Hechte konnten wir fangen. Einer auf Grund, einer auf Pose. Ich bin doch eigentlich so ein bisschen mehr als zufrieden. Mit ein bisschen größeren hätte ich mich mal ein bisschen ganz ehrlich gefreut. Gerade jetzt, wo ich die beiden neuen Routen habe. Die weicheren, da hätte ich doch gerne mal so ein 80er Hechte oder so drauf gedrillt. Aber naja, heute ist nicht alle Tage. Machen wir das vielleicht beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst den Daumen oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst den Abo da. Sehen wir uns nächste Woche wieder. In alter Gewohnheit. Und bis dann wünsche ich euch nur das Beste. Leute, macht's gut. Ich bin raus. Euer Schmini. Ciao.